Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch lebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es hilft nur der Schluss. Es kommt schließlich alles, wie kommen es muss. Hallo Menschen, hallo Internet und hallo YouTube. Heute bin ich kein Redner im Sinne der Rede, heute moderiere ich. Ich führe euch also durch die Friedensmahnwache. Ich bin aber deshalb kein Führer, falls mir das jetzt wieder irgendjemand falsch auslegen will. Wenn ich etwas bin, dann bin ich ein Leiter. Ich leite euch von Redner zu Redner und ich leite euch dadurch ein paar Ideen weiter. Aber ich führe niemanden, denn ich will selber auch nicht geführt werden. Uns hier, und mit uns meine ich die Friedensbewegung an sich, uns wird ja immer wieder unterstellt, dass wir Verschwörungstheoretiker sind. Ich bin einer. Ich gebe es zu. Und ich erzähle euch jetzt meine Lieblingsverschwörungstheorie. Die habe ich übrigens nicht aus dem Internet, die habe ich von einem meiner Professoren gehört, der mich in Dramaturgie unterrichtet hat. Es gab vor langer Zeit einen griechischen Philosophen mit Namen Aristoteles. Hier an der Rampe vom Parlament, ich glaube auf der Seite ist er sogar als Statue vorhanden. Dieser Aristoteles machte sich Gedanken, wie es halt Philosophen so tun. Er machte sich Gedanken über die Gesellschaft, er machte sich Gedanken über die Kunst und im Konkreten über das Theater, das in der Antike noch einen hohen bildenden und politischen Stellenwert hatte. Wenn man betrachtet, wohin sich das Theater entwickelt hat, dann wundert es mich nicht sonderlich, dass es von den Menschen nicht mehr allzu ernst genommen wird. Ich behaupte ja, dass die sogenannte Hochkultur vom Prinzip her das gleiche ist für das Bildungsbürgertum wie RTL für die sogenannte Unterschicht. Also Unterhaltung im Sinne der Ablenkung. So fühlen sich die Bildungsbürger intelligent, wenn sie lange mit schönen Worten über die Kunst schwadronieren können, genauso wie anderswo mit einfachen Worten über das Dschungelcamp geredet wird. Letzten Endes ist beides eine Ablenkung von wirklich wichtigen Themen, die besprochen werden müssen. Egal ob von klugen oder weniger klugen Menschen. Aber zurück zu Aristoteles. Der hat geschrieben, unter anderem zwei Bücher über die Poetik. Erhalten ist aber nur eines dieser Bücher. In diesem handelt er unter anderem die Tragödie ab. Und ich möchte allen Kunstschaffenden nahelegen, sich mit Aristoteles und mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Und dann gibt es noch das zweite Buch über die Poetik. Das weiß man, dass es das gibt oder gegeben hat, weil es Aristoteles selbst erwähnt hat. Er hat auch erwähnt, dass er in diesem Buch die Komödie abhandelt. Und genau dieses Buch, wo die Komödie abgehandelt wird, ist verschollen. Und jetzt komme ich zur Verschwörungstheorie, meine Lieblingsverschwörungstheorie. Die besagt nämlich, dass dieses Buch gar nicht verschollen ist, sondern dass es ganz geheim im Stillen, wahrscheinlich irgendwo im Vatikan vor sich dahin gibt. Weil der Inhalt zu radikal, zu revolutionär ist. Denn die Komödie an sich ist es, die den Menschen befreien kann. Befreien aus der Hörigkeit gegenüber der plumpen Meinungsmacher. Befreien aus der Hörigkeit gegenüber der Mächtigen. Befreien aus der Hörigkeit gegenüber sich selbst. Denn wenn man den Humor zulässt, wenn man es zulässt, dass man über sich selbst und somit über alles andere lachen kann, was soll denn einen dann noch Angst machen? Wenn wir es schaffen, über unsere Eliten zu lachen, wenn wir es schaffen, dass dieses Lachen ansteckend ist, wenn wir es schaffen, dass sie über sich selbst lachen werden,
und wir alle dann miteinander lachen können, wie wir jetzt beinahe sehenden Auges die Menschheit in das Elend hätten stürzen lassen, nur um eine Minderheit von reichen, machtvollen Menschen ihre Gier ausleben zu lassen, dann wird sich die Welt unter Gelächter ändern. Wissen ist Macht, aber Humor ist eine Waffe. Lasst uns nicht zu Steinen greifen. Lasst uns lachen, bis unsere Gegner die Waffen aus den Händen fallen. Und ich fange gleich mal damit an. Zwei Banker treffen sich im Dickdarm des Filialleiters. Sagt der eine: Was? Du bist auch da? Daraufhin der andere: Ja, aber mich hat er gefressen. Ich weiß, der ist nicht so gut, aber ich habe noch einen. Zwei Banker unterhalten sich über ihre Häuser, bei denen sie arbeiten. Sagt der erste: Wir sind so reich, dass wir die ganze Welt kaufen könnten. Daraufhin sagt der andere: Ja, aber wir verkaufen sie nicht. Und jetzt der: Kurz nach der Geburt wacht das Baby auf und sagt: E ist gleich mc hoch 2. Daraufhin meint der Arzt: Viel zu gefährlich. Das Kind ist viel zu schlau. Das kann wirklich gefährlich werden. Wir sollten 50% des Gehirns amputieren. Gesagt, getan. Nach der gelungenen Operation sagt der Kleine wieder: E ist gleich mc zum Quadrat. Der Arzt daraufhin: Ui, der IQ ist immer noch viel zu hoch. Wir müssen mehrmals operieren. Also werden nochmals 50% wegoperiert und eine alte Semmel eingesetzt. Als das Kind nun nach der Operation wieder mit der Semmel im Kopf aufwacht, sagt es: Guten Tag, ich bin Journalist und arbeite für das Weiß-Magazin. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, der hat gesessen. Aber soll ich euch etwas sagen? Der Witz an sich war gar nicht so gut. Aber in Kombination mit dem Weiß-Magazin macht es ihn einfach besser. Das Weiß-Magazin multipliziert sich mit dem erzählten Witz und macht ihn dadurch großartig. Und um meine Gleichung zu erklären, hier ein paar Schlagzeilen aus dem Weiß-Magazin von letzter Zeit. Europawahl 2014. Das Bullshit-Märchen vom Teuro muss endlich aufhören. Andere Schlagzeile: Endlich ein deutscher Internet-Trend. Kartoffelselfies. Andere Schlagzeile: Wie es zu der tragischen Situation kam, bei der eine schwangere Frau ihr Baby verlor. Letzten Endes hat sich aber herausgestellt, dass die Frau nicht schwanger war. Ein Bärendienst, den ihr durch schlecht recherchierten Journalismus den Identitären und Burschenschaftern getan habt. Aber weiter geht's mit den Schlagzeilen. Der Tod eines rumänischen Kängurus. Und hier meine zwei Lieblingsschlagzeilen. Gründe, warum Wien die beschissenste Stadt der Welt ist. Und mehr Gründe, warum Wien wirklich die beschissenste Stadt der Welt ist. Also, das Fazit aus diesen Schlagzeilen ist definitiv eines. Das Weiß-Magazin versteht definitiv Spaß. Und das ist gut so. So wie auch die Bild-Zeitung Spaß versteht. Das ist Meinungsjournalismus. Aber wollt ihr wissen, was für mich kritischer Journalismus ist? Journalismus mit Haltung ist? Journalismus gepaart mit Humanismus ist? Dann begrüßt jetzt mit mir Ken Jebsen. Ich fühle mich geehrt, dass wir ihn heute hier bei uns haben. Ja, vielen Dank, Wien. Ich soll euch ganz herzlich grüßen aus Berlin. Ich war ja schon häufiger in dieser Stadt. Ich habe ja früher
sehr viel Kultur gemacht, auch Musikfestivals veranstaltet. Eines hieß BMW, Berlin meets Wien. Vielleicht war das vor eurer Zeit, von daher habe ich diese Stadt, den Naschmarkt und die Süßspeisen dieser Stadt wirklich in guter Erinnerung. Ihr habt hier eine tolle Kulisse. Bei uns in Berlin sieht es ein bisschen abgerockter aus, aber es geht ja mehr so um den Spirit. Interessant finde ich auch, dass ich euch eigentlich nur Folgendes sagen will. Wir machen ja auch gleich ein Gespräch und dann werde ich noch was dazu sagen, dass wir eigentlich nur im deutschsprachigen Raum in Europa dazu beitragen wollen, dass Leute aufwachen. Aber ihr seid doch hier Red Bull Country, ne? Also wach bleiben, das ist die eigentliche Message. Ihr seid wach und deswegen, ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr einem Deutschen zuhört. Das passiert nicht so oft, dass die Deutschen so willkommen sind. Aber diese Brücken sind ja auch schon überwunden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das erleben würde, dass Österreicher Deutsche einladen, damit Deutsche zu Österreichern sprechen. Ihr könnt auch gerne nach Berlin kommen, wir hören euch gerne zu. Es gibt nur noch ein gemeinsames, Freund. Es gibt da keine Fronten mehr. Ja? Vielen Dank, gebt euch selbst einen Applaus. Super. So, danke Franz Hörmann. Ich möchte mich auch nochmal beim Ken Jebsen bedanken. Wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so reden können wie er. Ich hoffe, dass ihr jetzt eindeutig hören konntet, dass der weder neurechts, rechtsesoterisch oder antisemitisch ist. Ja, ich weiß auch, dass er kein von Putin gezüchteter Reptilienmensch ist, der fortwährend Lars Meerholzer gebiert, rituelle Menschenopfer frühstückt und Chemtrails furzt. Ken Jebsen ist ein Journalist und ein Humanist. Und das weiß ich. Ich muss ja zugeben, ich weiß aber gar nicht mehr so wirklich, wo jetzt links und rechts ist. Manche Linke verurteilen mich als rechten und verkappten Antisemiten und manche Rechte verurteilen mich als linken und verkappten Schwulenfreund. Dass sich da eine gewisse Verwirrung in mir breit macht, das kann mir keiner übel nehmen. Da hat zum Beispiel der Prinz Chaos, der Zweite, meine erste Rede auf seiner Facebook-Seite gepostet mit dem Hinweis, dass meine Rede gut sei, aber er inhaltlich nicht mit allem einverstanden ist. Das finde ich auch gut so, denn nachdem ich von mir selbst verlange, kritisch zu sein, muss ich es auch anderen zugestehen. Die Rede von mir wurde auch auf der Facebook-Seite der Identitären gepostet, mit dem Hinweis, dass es eine gute Rede ist, aber man muss nicht mit allem einverstanden sein. So, Dilemma. Ein Linker wie Prinz Chaos und eine ultrarechte Bewegung wie die Identitären finden beide in meiner Rede Gemeinsamkeiten. Was tun? Ich habe mir also die Kommentare angeschaut und siehe da, die Kommentare auf der linken Seite haben mich nur, also die kritischen Kommentare, haben mich nur pauschal angegriffen, aber nur von wenigen, sehr wenigen. Man hat mir unterstellt, neurechts zu sein, aber niemand konnte konkrete Hinweise geben. Es war eine sehr diffuse Kritik, die ich schwer annehmen konnte und kann. Bei der rechten Seite aber, auf der Seite der Identitären, da waren sie schon präziser mit ihrer Kritik. Einer meinte, dass er gleich mal abgedreht hat, wie ich sagte, ich habe schwule Freunde. Der andere hat abgedreht, als ich sagte, dass Homosexuelle doch Kinder adoptieren sollen. Der nächste hat abgedreht, wie ich gesagt habe, dass ich mit einem FPÖler schon mal gekifft habe. Denn denen hat das gar nicht gefallen, was ich gesagt habe. Und der Typ, der die Rede da online gestellt hat, das muss wohl der Einzige gewesen sein mit ein bisschen Vernunft. Als ich dann meine zweite Rede gehalten habe, wo ich erzählte, dass ich im 15. Bezirk wohne und gern ins türkische Restaurant essen gehe, da haben sie meine Rede gleich von der Homepage verschwinden lassen. Da hat sich dann also die Vernunft endgültig verflüchtigt. Und liebe Identitären, ich bin froh, dass ihr mich nicht weiter verlinkt auf eurer Seite. Ich habe Bilder gesehen, wie ihr euch gefreut habt, als es bei der berechtigten Gegendemo zu eurer Demo zur massiven Gewalteinwirkung kam. Ich muss euch leider sagen, ihr seid keine Ehrenmänner, wie ihr es gerne glaubt. Das seid ihr nicht. So, aber zurück zum Punkt. Ich kann also gar kein Rechter sein. Das geht nicht. Weil wenn mich Rechte ablehnen, dann kann ich es nicht sein. Es gibt aber genug Linke, die sich gern mit mir unterhalten. Und wenn ich sage, dass ich mich politisch, auch wenn ich sage, dass ich mich politisch nicht positionieren will, weil ich mich als Mensch sehe.
Aber ich kann als Mensch meine Standpunkte haben und wenn viele davon links sind, dann soll es mir recht sein. Aber wenn ich mich dann im Rahmen des Liveball-Plakats für Toleranz der Öffentlichkeit gegenüber ausspreche, dann hat ein Linker nicht das Recht, mich deshalb einen Faschisten oder einen Rechten oder spießig zu nennen. Mir ist es egal, ob man mir einen nackten Transvestiten, eine nackte Frau oder einen nackten Mann auf das Auge drückt. Es ist mir egal, ob ich einen Penis oder eine Vagina sehe. Ich will es mir aber selber aussuchen können, ob ich es mir ansehe oder nicht. Und ich will mich nicht von der Gewister oder von wem auch immer dazu nötigen lassen. Egal, ob es eine Autowerbung ist, eine Bierwerbung, eine Werbung für Textilien oder was auch immer. Wir werden zugepflastert mit sexuellen Andeutungen und Provokationen. Und dabei geht es nicht um dumme, chauvinistische, rechte Kampfausdrücke wie Verweiblichung der Gesellschaft, Verschwulung der Gesellschaft, Vermännlichung der Frauen. Das ist engstirnig und wird einem wachen, offenen Geist nicht gerecht. Es geht ganz einfach um Übersexualisierung. Durch Medien und Werbung bewusst in Kauf genommen, weil wirtschaftliche Absichten dahinter stecken. Und wenn ich mich darüber, über diese Übersexualisierung beschwere und zu Recht beschwere, wie mir viele Experten, nämlich in Form von Psychotherapeuten, Psychologen, Erziehern oder Lehrern Recht geben, dann hat niemand das Recht, mich spießig oder rechts oder neurechts oder was auch immer zu nennen. Dann hat er das Recht, über diesen einen Satz nachzudenken, über diesen einen Satz zu meditieren. Die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und diesen Satz, den kann sich auch der Herr Gary Kessler hinter seine abstehenden Ohren schreiben, wenn er es wieder mal darauf anlegt, mit der Absicht der Provokation seiner Eitelkeit gerecht zu werden. Man muss sich einmal vorstellen, mit welchen Summen der Liveball von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Und das ist gut so, weil Toleranz ist wichtig. Aber wenn die öffentliche Hand mit Steuergeldern den Ball der Toleranz fördert, dann kann man wohl auch Toleranz der Öffentlichkeit gegenüber verlangen und einfordern. Ich habe mich lange mit Gary Kessler als Phänomen an sich beschäftigt. Der Typ ist bewundernswert. Der ist ein einfacher Stylist gewesen und jetzt ist er der Eventmensch schlechthin. Ich habe größten Respekt vor ihm. Größten Respekt vor dem, was er gemacht hat. Aber ich würde mir wünschen, dass er seinen Mitmenschen und mir mit genau dem gleichen Respekt begegnet. Unabhängig davon, ob diese Menschen schwul, lesbisch, alt, jung, weiblich, männlich, klug oder dumm sind. Mit diesem Plakat hat er meiner Meinung nach nicht unbedingt gute Werbung für den Liveball gemacht. Und ich glaube, dass er das mittlerweile auch selbst weiß. Und wenn, nachdem ich jetzt das gesagt habe, wieder ein paar Identitäre klatschen, ist mir das auch wurscht, weil die Bewegung von denen mag ich einfach nicht. Da sind mir die jungen Linken schon sympathischer, aber die mögen mich halt nicht. Die legen alles, was ich sage, auf ihre Waagschale. Aber ich bin Künstler, Leute. Ich bin Schauspieler und Poet. Ich male mit meinen Worten gerne Bilder und will mich nicht für jedes einzelne Wort, das ihr aus dem Zusammenhang reißt, vor euch rechtfertigen müssen. Denn eines sollte schon lange klar sein. Ihr wisst, wofür ich stehe, ihr wisst, wofür die Friedensmahnwachen stehen, für Frieden. Dann kann man nur... Sorry. Und wenn man diese Idee ernst nimmt, dann kann man nur für den Menschen sein. Dann muss man den gemeinsamen Konsens anstreben, damit eine solidarische Gemeinschaft, die sich über Ethnien, Geschlechter, Altersunterschiede oder Grenzen hinwegsetzt. So.
So, das war's mit dem offenen Mikro. Ich mache jetzt meine Schlussmoderation. Und dann werden wir hier zum Abbauen anfangen. Liebe Menschen, hallo Internet, hallo YouTube. Das war es für heute. Und ich bin glücklich, dass ich euch durch diesen Abend wieder vor dem Parlament führen durfte. Ich bin glücklich darüber, dass wir wunderbare Reden gehört haben. Und ich bin glücklich darüber, dass hier viele Menschen am Platz sind, die aktiv und friedlich, frei von Gewalt, unsere Gesellschaft verbessern wollen. Und ich möchte euch, bevor ich jetzt glückselig nach Hause gehe, noch etwas von mir erzählen. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Diese Begriffe, die sind episch. Da steckt der Lauf der Welt drinnen. Da steckt die Essenz der Menschlichkeit drinnen. Da steckt das Wesen der Gemeinschaft drinnen. Und ich behaupte auch, dass in diesen Begriffen der Ursprung der Aufklärung, der Ursprung der Vernunft enthalten ist. Ich denke viel über diese drei Begriffe nach. Und darüber nachzudenken, ist auch episch. Das ist Kopfkino. Game of Thrones auf Österreichisch in meinem Kopf. Aber ich schweife schon wieder ab. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Ich habe für mich überlegt, wie kann ich diese Begriffe leben? Wie kann ich aktiv mich ändern, um diesen drei Begriffen gerecht zu werden? Und auch mich so zu ändern, dass ich andere Menschen begeistere, Teil der Friedensbewegung zu werden. Und so habe ich für mich ein Gesetz erlassen. Ich war stolz auf mich, dass ich einen Satz für mich formulieren konnte. Ich habe schon gesehen, wenn man Stefan Bartonek googelt, dann kommt dieser Satz, das Gesetz der Friedensmannwache, das Gesetz an sich. Und der Satz lautet, alles Leben ist wertvoll. Darüber kann man meditieren, darüber kann man nachdenken, daran kann man glauben und danach kann man leben. Alles Leben ist wertvoll. Stolz zu sein, ist nicht unbedingt eine positive Eigenschaft. Stolz kann schnell zu einer Blockade werden, zu einem Hindernis, sich selbst oder anderen Menschen aufrichtig begegnen zu können. Ich bin dann stolz, aber ich war stolz auf diesen Satz. Ich bin im Bett gelegen, mit Blick zur Decke und habe mich gefreut darüber. Und dann bin ich aufgestanden und habe diesen Satz gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob schon ein anderer vor mir so einen Satz formuliert hat, vielleicht sogar mit dem gleichen Wortlaut wie ich. Ich google also diesen Satz und ich komme auf folgenden Spruch. Alles Leben ist wertvoll. Sogar das der kleinsten Spinne und sei sie noch so hässlich. Mein Stolz hat sich verflüchtigt und ich wurde demütig. Ich fühlte mich nicht mehr so weise wie noch vor 5 Minuten. Und dann aber, als ich den Ursprung dieses Satzes fand, da musste ich staunen. Dieser Satz steht im Koran. Und im Evangelium des Lukas, im 17. Kapitel steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Das ist vom Prinzip das gleiche wie alles Leben ist wertvoll. Und im Buch des Levitikus, das der Ursprung des jüdischen Glaubens ist, steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt bin ich wieder stolz. Ich bin stolz darauf, dass ich richtig liege, wenn ich sage,
ich glaube an das Leben. Denn jede Religion tut das auch. Alles Leben ist wertvoll. Sogar das der kleinsten Spinne. Und sei sie noch so hässlich im Islam. Gott wohnt in jedem Menschen, im Christentum. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst im Judentum. Leider hatte ich dann nicht mehr die Zeit, mich mit Hinduismus und Buddhismus intensiver auseinanderzusetzen, aber ich wette, dass auch hier diese Gemeinsamkeiten zu finden sind. Und das ist der Sinn der Mahnwachen. Einen gemeinsamen Konsens zu finden. Eine Vermenschlichung mit allen Menschen. Eine Solidarität über alle Klassen, über alle Ethnien, alle gesellschaftlichen Schichten hinaus, über politisches Lagerdenken hinaus, über alle Religionen hin zu einem gemeinsamen Konsens. Freiheit, Friede, Gerechtigkeit für alle, alle Völker der Erde. Und das wird anstrengend sein. Wir müssen aufeinander zugehen und einen Schulterschluss wagen. Einen Schulterschluss auch mit Menschen, die wir persönlich vielleicht nicht gut leiden können. Aber wir müssen akzeptieren, dass ein Wandel der herrschenden Ordnung nur durch ein gemeinsames Auftreten möglich sein wird. Solange niemand extremistisch ist, solange niemand einer politischen radikalen Gesinnung hinterherhinkt, solange ich einen Menschen vor mir weiß, der mich mit der gleichen Achtung, der gleichen Wertschätzung behandelt, wie er behandelt werden möchte, solange strecke ich ihm meine Hand entgegen und nehme ihn mit auf diesem gemeinsamen Weg in eine mögliche, aufgeklärte Zukunft. Und wenn er nicht will, dann soll er alleine stehen bleiben, wo er ist. Denn wir sind viele. Ich will dem, der die Einsamkeit vorzieht, nicht böse sein. Er wird für sich seine Gründe haben, aber jeder, der sich gegen die Friedensbewegung ausspricht, jeder, der die Idee nicht begreifen will oder kann, der sollte wissen, dass der Weg, den wir gehen, unser aller Weg ist, zu einem gemeinsamen Ziel. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Vielleicht fragen sich ein paar, warum ich so optimistisch sein kann. Und ich kann euch verraten, warum. Es liegt an Österreich. Wir sind ein kleines Land. Wir liegen im Herz von Europa, im Herz der Welt. Wir haben noch eine gut funktionierende Zivilgesellschaft und ich weiß, dass wir uns hier gegen das absurde Wirtschaftssystem, das die Welt und ihre Menschen knechtet, wehren können. Lasst uns aus Österreich heraus den Wandel in die Welt tragen. Für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Und nachdem ich heute mit einem Lied begonnen habe, möchte ich mit einem Lied abschließen. Eine Strophe aus einem Lied zitieren und ich möchte, dass es als Appell seine Runde macht. Es soll alle herbringen, die sich angesprochen fühlen. Es ist ein Lied von einem Künstler, den ich sehr schätze, der mich oft gut unterhalten und sehr inspiriert hat. Es ist ein Lied von Thomas D. mit dem Titel Millionen Legionen. Und der Appell lautet so: Ich werde die Tests bestehen, die mir das Leben stellt. Weitergehen, suchen nach dem, was mich am Leben hält. Bin damit nicht allein und werde es nie mehr sein, weil mich zum ersten Mal seit langer Zeit Verbundenheit befreit, bin ich soweit. Fließe in den Äther, in den Kreis ohne Verräter. Früher Schüler stecke ich mehr und mehr meine Fühler nach dir aus. Komm hierher, herzlich willkommen, zu Haus. Ich bin für dich da. Nein, ich bin wegen dir hier. Und für uns beide ist klar, haben wir ein Ziel im Visier, dann setze ich alles auf dich. Meinen Schweiß, mein Blut, meine Tränen, meinen Mut.
bis hin zu Trauer und Wut. Ich werde dir mein Leben geben, weil es nicht anders geht. Fordere dich heraus, mein Einsatz steht. Und du findest in mir, mit was ich mich verbunden habe, war ein Schatz, den ich mein Leben lang gefunden habe. Mit jedem Satz bitte ich, benütze mich, stütze dich auf mich, mit dem Wissen aller Weisen dieser Welt beschütze ich dich. Und wo ich bin, stehen sie, und wo ich gehe, gehen sie. Ich habe sie hergebeten, doch die wenigsten sehen sie. Wir werden erwachen und auf falschen Propheten, um als Kinder dieser Erde unser Erbe anzutreten. Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier. Ich habe Millionen, Legionen hinter mir. Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier. Ich habe Millionen, Legionen hinter mir. Ich habe euch hinter mir und ihr habt mich hinter euch. Wir haben fähige Menschen hinter uns. Und wir haben fähige Menschen unter uns. Wir haben das Potenzial, tatsächlich etwas zu bewegen, tatsächlich unsere Gesellschaft zu wandeln. Lasst es uns gemeinsam versuchen, für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Auf Wiedersehen.